Moin Leute, heute gibt es ein paar Tipps für Phase 5, was ihr jetzt schon machen könnt, um euch vorzubereiten für Phase 5. Los geht's mit dem Buchband der Gier. Damit könnt ihr euren Kopf- oder Beinplatz verzaubern mit entweder Beweglichkeit, Stärke, Intelligenz, Willenskraft, Ausdauer. Es ist aktuell sehr günstig im AH zu kaufen, da es aktuell keiner benötigt, weil jeder Feuerwiderstand verzaubert. Wird sich aber in Phase 5 verändern. Kauft euch jetzt schon welche im AH, man kann aber nur eins davon tragen, da es einzigartig ist. Aber ihr könnt sie euch auch kaufen mit euren anderen Charakteren und dann eure Main schicken. Einige Content Creator empfehlen auch für Phase 5 diese Echos zu sammeln und zu farmen. Kurz zur Erklärung, was sind diese Echos für die, die es noch nicht wissen? Und zwar in Everlook, in Winterspring könnt ihr da diese Echos abgeben und bekommt Buffs. Und dafür müsst ihr eine Vorquest machen. Und zwar, das ist die Vorquest, wo ihr unten diese Kristalle sammeln müsst bei diesen Riesen, diese 10 Kristalle. Wenn ihr die abgibt, könnt ihr dann diese wiederholbaren Quests hier machen. Voraussetzung ist, ihr müsst diesen Behälter von Mao Ari im Inventar haben. Den bekommt ihr auch von dem Hexendoktor hier. Dann könnt ihr diese Echos farmen. Die Dropraten sind leider sehr, sehr gering und die Gebiete sind sehr abgefarmt. Also am besten ihr macht Gruppen und macht das in der Gruppe. Zum Beispiel hier unten bei den Giants hier könnt ihr das Echo der Macht euch holen. Und das gibt euch 40 Angriffskraft dazu, was ein richtig guter Buff ist. Auch der beste Angriffskraft Buff, besser wie Feuer, Wasser der Winterfälle, aber es ist halt nur 5 Angriffskraft mehr und für die Arbeit ist die Frage, ob sie es wirklich lohnt. Das gleiche gilt Stärke Buff, das ist der beste Stärke Buff, den ihr erhalten könnt hier im Spiel und das gibt euch 30 Stärke der Buff und Elixier Riesen gibt euch 25, das heißt ich habe 5 mehr. Das Dumme ist, die stacken halt nicht mit den anderen Sachen und nehme ich müsst euch für eins entscheiden. Wenn ihr die Arbeit durchmachen wollt, klar, dann habt ihr natürlich 5 Punkte mehr, aber ob sich das wirklich rentiert. Ihr könnt die Echos auch im AH kaufen, sind aber relativ teuer. Aber ein kleiner Tipp für die aktuelle Phase, Echo eines Splitterzahns, das ist ganz geil. Das ist das hier, Juju Ember, und zwar erhöht es eure Feuerwiderstände um 15 für 10 Minuten. Also das ist geil für MC und es stackt auch mit anderen. Und das könnt ihr droppen von diesen Bären, die überall im Winterspring verteilt sind. Viele Farmen, die ihr aber auch habt, kann ich euch auch gleich sagen. Aber wenn ihr Heat 3 zocken wollt, ist es gar nicht mal so verkehrt für die aktuelle Phase. Und ich habe jetzt mal geschaut für euch im AH, damit ihr es nicht farmen müsst. Echo eines Splitterzahns, das erhöht ja euren Feuerwiderstand. Da braucht ihr 3 Stück, um es abzugeben. Also 30 Gold, nicht günstig. Und einmal für die Angriffskraft Echo, der Frosthagelriesen, das gleiche. Kostet auch knapp 10 Gold, davon braucht ihr auch 3 Stück. Also, um alles rauszuholen, klar, macht es Sinn, die zu farmen oder die zu kaufen. Die Frage ist natürlich, ob sich am Ende dann wirklich lohnt, wahrscheinlich eher nicht. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung von diesen Echos. Da könnt ihr alle sehen und schauen, was für euch wichtig ist. Dann ganz wichtig, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Item, ein Muss-Item für Phase 5. Das braucht ihr für BWL und zwar den Onyxier Schuppenumhang. Den könnt ihr jetzt schon herstellen. Ist aktuell, sage ich mal, nicht so wichtig. Und zwar, das schützt den Träger davor, vollständig von der Schattenflamme verzehrt zu werden. Nefarian, der Boss in BWL, castet die Schattenflamme und haut euch einen Dot drauf und gegen den seid ihr dann immun. Von dem her, das Item ist ein Pflicht-Item. Könnt ihr euch jetzt schon holen. Kostet bei mir aktuell auf dem Server 67 Gold. Es könnte sein, in Phase 5, wenn die Leute nicht mehr so viel Oni gehen, dass die Items nicht mehr so oft hergestellt werden. Und in Phase 5 wird aber die Nachfrage nach diesem Umhang sehr hoch sein. Von dem her könnte das sein, dass der Preis noch ein bisschen steigt. Muss natürlich nicht sein. Aber um sicher zu gehen, könnt ihr euch jetzt schon mit diesem Item eindecken, weil das werdet ihr benötigen in Phase 5. Nächster Tipp, bereitet eure Berufe vor. Natürlich müsst ihr auf 300 sein, habt ihr wahrscheinlich schon alle. Ich denke, es werden noch neue Berufsrezepte ins Spiel kommen und die werden wahrscheinlich wieder bei den Ruffraktionen erhältlich sein. Und vor allem, es gibt jetzt schon Rezepte, zum Beispiel Agitum-Dämmerung, da müsst ihr respektvoll haben, um diese Frucht da zu essen, was euch 10 Stärke gibt. Oder bei der Holzschlundfeste, da braucht ihr auch respektvoll, um die Schildverzauberung zu bekommen, welche auch eine Rolle spielen wird in Phase 5. Deshalb ist es wichtig, dass ihr die Ruffraktionen zumindest mindestens auf respektvoll, besser auf ehrfürchtig bringt. Das könnt ihr jetzt schon machen, weil stellt euch vor, es kommt ein Biss-Item oder ein Biss-Rezept für eure Klasse und ihr müsst erstmal
mal Ruf haben in über ein paar Wochen. Es dauert dann natürlich ewig und es gibt auch Fraktionen, die aktuell noch gar nicht im Gespräch sind, wie zum Beispiel Zirkel des Szenarios oder Wildhammer Clan. Okay, gut, der Wildhammer Clan ist wirklich sehr unbedeutend in WoW Classic. Ich denke mal nicht, dass da was passieren wird, aber wer weiß. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, gute Tipps, dann bitte ab in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber. Ansonsten einen wunderschönen Abend noch für euch und bis zum nächsten Video.